Servus Leo. Grüß dich, Gerald. Gerald, schau, heute haben wir im Bello da. Heute geht's um dich. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ja, es geht um die Hundesteuer. Da haben jetzt viele Innsbrucker den neuen Bescheid bekommen, der im Übrigen nicht stimmt, weil sie ein falsches Datum eingeschrieben haben. Und die Hundesteuer ist schon wieder teurer geworden, jetzt mittlerweile auf 125 Euro. Also es gibt in ganz Österreich kaum eine Stadt, wo der Hund so viel kostet wie in Innsbruck. Nicht nur, Gerald, dass er mehrer kostet und dass die Grazer viel billiger sind. Es wird ja bei uns auch kaum was geboten. Du warst es ja selbst. Genau. Geh mal mit deinem Hund spazieren. Genau so ist es. Diese Sackelspender sind sehr wenig. Mullkübel, wo man es reinschmeißen kann, das ganze Zeug, sind auch sehr, sehr wenig. Und bei Graz, muss ich berichten, in Graz gibt es überhaupt keine Hundesteuer mehr. Die haben sie abgeschaffen. Und in anderen Städten kostet der Hund 30, 40, 50 oder 60 Euro. Oder in Rom die Hälfte von Innsbruck. Nur in Innsbruck sind wir so teuer und bieten den Hundebesitzern sehr, sehr wenig. Ja, und das aber in Zeiten, wo sie jeden Euro umdrehen müssen, weil so ist es ja auch nicht, dass jeder Hundebesitzer einen Haufen Geld in der Tasche hat, wo alles teurer wird. Und dann kommt die Stadt und greift noch einmal in Sackerl rein. Genau so ist es. Und wir haben also gesagt, die Hundesteuer soll gleich bleiben. Wir haben auch schon zwei Anträge gestellt die letzten Jahre, dass sie mal gesenkt wird. Weil ich muss dazu sagen, die Stadt Innsbruck hat im letzten Jahr 40 Millionen Euro mehr Einnahmen gehabt, wie sie gerechnet haben. Also da war die Hundesteuer zu senken kein Problem gewesen, ist aber nicht. Zu verdanken haben wir es wem? Die, was es beschlossen haben, hauptsächlich den Grünen und auch den Roten, weil es ist ja bei den Sozialen so sozial, wenn man in die Hundebesitzer so in die Taschen reinfährt. Siehst du es? Bello, für die werden wir weiterkämpfen und für dein Herrle und für dein Frauele. Genau, und aus diesem Grund bringen wir oder haben mit heutigen Tag einen dringenden Antrag eingebracht, dass zukünftig die Hundesteuer monatlich zu bezahlen ist für die, was es nicht erschnaufen, denen 125 Euro auf einmal zu viel ist. Und da sieht jetzt der Gemeinderat oder Essex im Gemeinderat, liebe Hundebesitzer, am kommenden Donnerstag, ob da viele da mitgehen, weil dann könnte man zumindest, ich meine, in Betrag bringen wir einstweilen in Dauer, wenn wir was zu reden haben, zukünftig weiter gehen, das verspreche ich euch, oder versuche es zu versprechen, weil da müssen die anderen auch noch mitgehen, aber auf alle Fälle kann man das dann in Raten zahlen, so wie es bei jeder Versicherung und sonst auch ist, und da ist dann auch schon eine Erleichterung für die vielen Hundebesitzer. Bitte erzählt es fleißig weiter. In diesem Sinne, Bello, Servus Innsbruck und Servus Tirol.